Willkommen zurück zum TT Circuit in Assen, zum Dutch GP in den Niederlanden in Holland. Und wir haben es jetzt Samstagabend, die Qualis sind gelaufen, die Trainings sind gelaufen. Jetzt stehen nur noch die Rennen und natürlich noch die Warm-Ups davor an. Und wir schauen mal so ein bisschen auf die Qualis zurück. Die Trainings lasse ich jetzt mal ganz gekonnt aus. Es ist ja hier und da so ein bisschen was passiert. Wir haben unter anderem Regen mit dabei, viel Regen mit dabei. Es könnte das erste Rennen der Saison sein, wo es regnet. Das wäre doch mal was ganz Interessantes. Und währenddessen fahren wir natürlich auch wieder hier in Assen, diesmal in der neueren oder in der aktuellen Version, Variante. Wir haben ja schon mal vor ein paar Tagen eine kleine Preview zu Assen gestartet. Da sind wir auf der 2002, auf der alten Variante gefahren. Und ja, diesmal mit Marc Marquez in der MotoGP. Wir fahren 7 Runden und zwar bei leichtem Regen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich bin nämlich noch nie bei Regen gefahren hier in dem Spiel, in dem neuen MotoGP-Spiel. Und ja, die KI auf realistisch. Und wir schauen einfach mal, wie wir da so zurechtkommen. Und ja, Assen, die traditionsreichste Strecke im Kalender. Jetzt am Wochenende. Ja, Samstag eigentlich ja immer die Rennen gewesen, aber seit diesem Jahr werden die Rennen sonntags ausgetragen, beziehungsweise ganz normal wie bei den anderen Rennen auch. Und das das erste Mal seit 68 Jahren, bin ich mir nicht sicher. Und ja, es wird sich gehofft, da einfach mehr Zuschauer anzulocken, da zu haben. Und wenn man da heute schon die Ränge gesehen hat, die waren ja auch schon gut befüllt, ne? So, ja, die Regeneffekte. Sieht schon ganz schick aus am Bike. Schauen wir mal. Leichter Regen ist eingestellt. Es soll von mir aus nicht zu stark sein, weil die Piste war ja hier und da auch nur so ein bisschen nass. Schauen wir einfach mal. Physik ist Standard, wohlgemerkt. Und dann fahren wir hier einfach mal. Und endlich im neuen MotoGP-Spiel. Da können wir natürlich auch mal, das werde ich dann nach den Rennen machen, auch mal mit der Moto2 und auch mit der Moto3 jeweils ein Rennen fahren. Da wird es dann 3 Folgen geben. Jetzt hier zwischendrin, zwischen Samstag und Sonntag, werde ich da immer nur eine Folge machen. So viel habe ich da auch dann nicht so zum Erzählen, sage ich mal. Und so viel Zeit habe ich auch gar nicht. Aber nun gut. Ja, wir gucken einfach mal, wie es denn so in den Qualis aussieht. Moto3 ist ja noch so weit im Trockenen gestartet. Es war ja, also man muss erstmal sagen, es war die ganze Zeit schon bewölkt. Upsala. Bewölkt und ja, kühl. Und Moto3 Quali war da soweit halt eben noch trocken. Die letzten 10 Minuten hat es dann angefangen. Deswegen war es dann schlecht, wenn du da halt schon eine Zeit vorgelegt hast. Und am Ende muss ich gerade mal gucken, ich stehe gerade ganz schön quer. Konzentrieren hier, KI fährt vorbei. Am Ende dann Enea Bastianini mit der Pole, Migno, Bollega Fenati dahinter, die drei Sky-Leute in der Tat. Und danach erst auf der 5 Brad Binder, der kam da, oh, jetzt fängt sogar der Regen an, okay. Also wie gesagt, ich bin in dem Spiel noch nicht im Regen gefahren. Die beiden Tech-3-Leute hier gerade am Kämpfen. Und ja, mal schauen, was da halt im Rennen, das wollte ich schon im Regen sagen, was da im Rennen, wir gehen ja auch weit, was da dann eben zu holen ist. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass es im Regen stattfindet. Das wäre eine sehr interessante Sache für alle drei Klassen. Schauen wir einfach mal. Philipp Oettl aus deutscher Sicht ist auf die 15. Vorsicht. Ja, hier auch die eine Stelle, das ist die einzigst wirkliche Linkskurve. Da gab es auch einige Ausritte. Und wenn man da eben den Reifen nicht auf richtige Temperatur rechtzeitig gebracht hat, dann ist man da auch mal gerne übers Vorderrad. Das hat hier zum einen Maverick Vinales vor uns in der Quali. Ich meine, es wäre in der Quali oder im letzten freien Training, hat er das zu spüren bekommen. Und auch viele andere Fahrer für die Klassen. Und ja, Jorge Navarro, um nochmal in der Moto 3 zu bleiben, der ist ja durch den Beinbruch, fällt er ja noch aus. Da haben wir Lorenzo Dalla Porta, jetzt muss ich gerade mal gucken kurz.
als Ersatz und der ist auch gar nicht so schlecht unterwegs gewesen. Der ist dann am Ende auf die 12 gekommen. Gerade wo es dann, ja, die letzten 10 Minuten so ein bisschen nass wurde und so, da haben, hat der und noch ein paar andere noch ziemlich gut aufgedreht. Mal schauen, was da im Rennen so möglich ist. Und hier sind wir spät auf der Bremse. Ja, das Handling im nassen Assen merkt man sicherlich, da haben wir noch so ein bisschen zu kämpfen. Und ja, das war die Moto 3 soweit. Mal gucken, was da denn im Rennen passiert. Moto 2 war eigentlich sehr, sehr unspektakulär. Wenige, ja, Runden gedreht, wenige Fahrer soweit auf der Strecke gewesen. Es war ja auch, Vorsicht. Es war ja auch nass, es war feucht, es hat teils geregnet. Verschiedene Sektoren, Streckenabschnitte waren mehr nass und die anderen da waren wieder, war wieder mehr trocken. Zum Teil die Ideallinie war ja dann wieder frei und trocken. Und jetzt auch hier diese Doppelrechtslinie kommt, hier sind die meisten Stürze passiert. Gerade hier die Kurve, die ist auch gar nicht so einfach zu fahren, weil du musst dann wieder gucken, dass du dich hier richtig einordnest, um dann hier schön raus zu beschleunigen. Und jetzt hängt das ja Dovizioso hier davor. Und ja, dann gucken wir doch mal in die Startaufstellung der Moto2. Da haben wir ja zum einen den Schweizer Tom Lüthi auf der 1, hat er gut gemacht. Dann zweiter Juan Zarco, dritter Dominik Eggeter, der hat am Anfang, der hat am Anfang auch sehr gut aufgedreht, das hat man gesehen. Da war es auch noch zum Teil, ja, noch nicht so ganz arg nass, ne? Das hat er auch mit der Zeit, glaube ich, ein bisschen zugenommen. Vierter dann Sam Lowes, der hat sich das Ganze auch soweit, das meiste dann auch aus der Box angeguckt, der hat da anscheinend gewusst, da ist nicht mehr drin, wobei er eigentlich im Regen eigentlich so ganz gut fährt, ne, als Brite. Na nun gut. Cortese ist auf der 7. Alex Rins nur auf der 8. Und dahinter Jonas Folger auf der 9. Also soweit die Deutschen alle Top 10. Feld ist ja ein bisschen durchgewürfelt. Und das kann man, denke ich, mal auf alle 3 ziehen. Durch diese speziellen Wetterbedingungen. Und dann. Ja, kommen wir mal zum MotoGP. Da gab es auch einige Überraschungen, kann man sagen. Ist ein bisschen was passiert. Fangen wir erstmal mit der Startaufstellung an, damit wir es soweit haben. Also wir haben hier vorne, ne, Dovizioso, der ja auch vor uns fährt. Der hat sich die Pole geholt. Boah, hier müssen wir sehr, sehr aufpassen. Sehr rutschig. Die Ducati relativ überraschend, muss ich sagen. Dann ja, Rossi auf der 2, wir haben Scott Redding, die erste Überraschung, auf der 3. Dann auf der 4 Marquez, der ja mehr oder weniger nur Schadensbegrenzung betrieben hat. Der ist nämlich in Quali gestürzt und hat dann einen mega Sprint hingelegt, sobald das Bike war noch nicht mal im Kies, war noch in Bewegung, da ist er schon Richtung Ausgang gerannt, hat sich dann einen Roller geschnappt und ist dann da alleine im höchsten Tempo zurück in die Box eben. Und hat dann sein zweites Bike genommen, was erstmal umgebaut werden musste auf Regensetup. Und dann am Ende, ja, was konnte er machen? 2 gezeitete Runden und Schadensbegrenzung eben betrieben mit dem 4. Platz. Also da ist, denke ich mal, noch was machbar, auf jeden Fall. Ja, dann Cal Crutchlow auf der 5, auch stark. Wir haben Hernandez auf der 6 und Paul Espargaro auf der 7. Die beiden, ja, sind ja schon in der Q1 gefahren. Hatten da also schon einen guten Vorteil, haben ja auch kurze Zeit die Führung da übernommen im Feld. Und dann, ja, Jorge Lorenzo, der kommt ja eigentlich so schon auf Assen gar nicht zurecht, ne? Und dann noch im Nassen, das haben wir gerade vor uns, sind schon vor auf die 2 gefahren, der ist echt nur auf die 11 gefahren. Hat aber auch ein bisschen, ja, Probleme, kann man sagen. Im, was ist das dritte freie Training?
Hat er nämlich, jetzt kommen wir nämlich gerade an die Stelle hier, diese schnellen Rechts-Links-Stücke, ist er nämlich hier rechts ins Kiesbett abgeflogen und ist ein bisschen, ja, ein bisschen blöd eben auf dem Rücken, eben in das Kiesbett und dann auch noch mit dem Kopf voraus und dann ist dann eben dieser ganze Kies und so, der ist dann eben in die Halsgegend und gerade noch mit diesem Höcker, den du da auf dem Rücken trägst, da vom Lederkombi, der bohrt sich ja dann richtig in dieses Kiesbett eben rein. Während wir hier mal die Führung übernommen haben und ja, man hat das dann auch gesehen, also der Hals, der Nacken, da waren ein paar rote Punkte. Das tut morgen früh beim Aufstehen bestimmt sehr weh. Und hat ja auch noch, oder was ich auch mitbekommen habe, noch ein paar Probleme an der Leiste, an der Hüfte vom Barcelona-Sturz. Der war ja auch nicht ohne, kann man sagen. Zum Glück ist da nicht mehr passiert. Mal gucken, was er im Rennen macht. Vom WM-Stand, so rum, sind die ja sehr, sehr eng beisammen da vorne, Marquez, Lorenzo und Rossi. Und bisher muss ich sagen, eigentlich auch bei diesen nassen Bedingungen, dass da Marquez, glaube ich, die besseren Karten hat. Müssen wir mal gucken, was der Rossi macht. Mal schauen. Und dann, ja, auf der 12 kann man noch sagen, Maverick Vinales, der auch in der Quali gestürzt ist und dann auch einfach, ja, nicht mehr reingefunden hat und gar nicht zurückgekommen ist. Auch nur einen enttäuschenden 12. Platz. Und das sind die Startaufstellungen für den Assen Grand Prix. Und ich schaue jetzt mal kurz hier, wir gehen jetzt in die letzte Runde, haben eine Sekunde Strafzeit, wie ich gerade sehe, okay. Ja, wir sollten hier, es gibt ganz gute Auslaufzonen, aber die sollten wir nicht zu sehr in Anspruch nehmen, weil wenn ich da mal auf die Streckenkarte links gucke, eine Sekunde müssen wir plus machen, um zu gewinnen. Feld bleibt schon ganz gut dran und da muss ich auch nochmal wirklich ein Lob mal wieder an MotoGP, an das neue MotoGP-Spiel geben, an Valentino Rossi The Game, dass die KI wirklich ein bisschen schwieriger ist. Zum Teil auch wirklich realistisch und schwer. Das ist irgendwie von Klasse und Modus abhängig, ist das da anders, ne? Und das ist doch ganz cool hier, dass die so weit hier dranbleiben. Okay, wir haben jetzt Regen und so weiter, ich fahre auch nicht fehlerfrei, ich rede ja auch jede Menge nebenbei. Aber das passt soweit schon. Und das ist auch cool so. Und so an sich, Regeneffekt und so, ja, hat sich jetzt nichts Wirkliches verbessert. Es ist nicht so ganz dunkel, kann man sagen. Es sind noch ein paar Farben vorhanden. Und ja, was kann man noch sagen, bevor wir dann übers Ziel fahren? Ja, hier ist die letzte Schikane, wir fahren ja gerade drauf zu. Die wurde ein bisschen entschärft, Auslaufzonen und so, bei den Curbs. Gerade hier diese ja, linke Stelle jetzt hier gerade, wo ja auch Rossi gegen Marquez letztes Jahr, wir erinnern uns alle, als der Rossi ja dann über dieses Kiesbett ist und da ist eben die Auslaufzone, da ist dieses Kunstgras, ist da irgendwie entfernt worden und ja, Auslaufzone, asphaltierte Auslaufzone ist da jetzt, beziehungsweise ist, ja, vergrößert worden. Und mal schauen, ob es ja in Anspruch genommen wird, im Sinne von, ja, letzte Runde, letzte Kurve Rennen. Gucken wir ganz einfach mal. Und ja, was kann man noch sagen? Assen 10 Jahre verlängert. Die News kam dann auch hier nach den Qualis, oder habe ich zumindest mitbekommen. Da gibt es weitere 10 Jahre hier auf dieser Traditionsstrecke. Das ist schön, dass das fortgeführt wird. Wobei die Rennen, denke ich mal, jetzt auch immer sonntags stattfinden werden. Gut. Und dann, was ich jetzt noch mitbekommen habe, ist, dass Aleix Espargaró zu Aprilia wechseln wird. Anstelle, oder nimmt den Platz von Pradl in dem Sinne in Anspruch. Und Pradl ist halt großes Fragezeichen, wie es da weitergehen wird. Bautista habe ich jetzt mitbekommen, der wird eventuell zu Aspar wechseln. Aspar soll ja auch nächstes Jahr unter Aprilia fahren. Und
Ja, mal gucken. Ronny Hernandez und Levity, das ist auch noch nicht so ganz sicher. Vielleicht findet der Pradl da einen Platz. Schauen wir einfach mal. Aber so langsam auch in den Privatteams da hinten gibt es da so ein bisschen Klarheit. Mal schauen, was sich da jetzt noch die nächsten Tage und Wochen tut. Soweit haben wir ja schon alles. Und ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Jetzt stehen nur noch die Warm-ups und die Rennen eben auf dem Programm. Und wir dürfen uns, denke ich mal, auf drei spannende Rennen freuen. Mal gucken, wie das Wetter mitmachen wird. Ne, es ist ja auch so Holland oder typisches Assenwetter. Das kann man ja auch nicht so wirklich vorhersehen, was da der Regen macht. Und dann sehen wir uns dann wieder nach den Rennen. Da werde ich dann drei Videos machen. Ein Moto3, ein Moto2 und ein MotoGP-Rennen. Ich freue mich drauf, endlich auch in den kleineren Klassen wieder unterwegs zu sein mit aktuellem Starterfeld. Und dann, ja, sind wir durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns dann morgen wieder in Assen beim MotoGP 2016.